Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Ich bin Alpa und heute sprechen wir darüber, wie ihr auf dem Galaxy M12 eure Fingerabdrücke registrieren könnt bzw. die sogenannte Touch-ID einstellen könnt. Touch-ID ist eigentlich ein Markenbegriff von Apple, ich benutze ihn aber trotzdem gerne, weil eigentlich jeder immer dann sehr schnell weiß, was gemeint ist, nämlich tatsächlich euren Fingerabdruck eben einmal in dem Gerät zu registrieren. Weswegen ist das wichtig? Nun, das ist eigentlich ganz klar, wenn ich jetzt hier einmal das Gerät ausschalte und jemand findet es und schaltet es einfach ein und wischt dann einmal nach oben, dann kommt er direkt in mein Gerät rein, kann sich dann alles klauen, kann alles damit machen und das ist ja tatsächlich nicht so schön. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass ihr eine Sicherheit einbaut und Touch-ID bzw. Fingerabdruck ist auf jeden Fall sehr gut, weil ihr natürlich damit einen individuellen Fingerabdruck von euch einrichten könnt, den dann eben auch niemand hat, sofern ihr jetzt nicht eine extrem hohe Kriminalitätsansatz loslegt und dann halt irgendwie versucht, euren Fingerabdruck irgendwie zu kopieren. Aber normalerweise ist das Thema relativ sicher und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Wir wischen jetzt einmal von unten nach oben. Wir gehen hier auf die Einstellungen und gehen dann etwas weiter runter, bis wir zum Punkt Sperrbildschirm kommen. Das ist nämlich der Bildschirm, den wir eben gerade hatten, als wir nach oben gestrichen haben. Da drücke ich einmal drauf und ihr seht jetzt gerade Sperrbildschirmtyp streichen. So, ich drücke jetzt einmal drauf und habe ich jetzt verschiedene Optionen. Aktuell habe ich hier bei Streichen keine Sicherheit, aktueller Sperrtyp, das ist bei mir eingerichtet. Ich kann ein Muster einrichten, also zum Beispiel hier zum Beispiel mal jetzt hier eine Schnecke und dann gehe ich auf Weiter, muss ich nochmal die Schnecke malen und dann wäre das quasi mein Passwort, ne? Also quasi ein Bild, was man malt. Das zweite ist eine PIN. Ich habe hier die Möglichkeit zum Beispiel viermal die 0 einzugeben, kann auf Weiter und gebe wieder viermal die 0 ein und dann ist das dann quasi auch meine PIN. Und das dritte, was ich machen kann, ist noch ein Passwort einzugeben, das ist dann alphanumerisch. Also ich kann dann wirklich hier ein komplexes Passwort mir überlegen. Das würde ich euch tatsächlich nicht so empfehlen, denn es hat zwar eine sehr, sehr hohe Sicherheit, auf der anderen Seite bedeutet es, wenn ihr ein langes Passwort eingeben müsst, das alles eintippen, es dauert ewig, ihr werdet davon genervt sein. Wir haben ansonsten auch die Biometrie-Einstellung, einmal Gesicht und einmal Fingerabdrücke. Beim Gesicht fotografiert ihr einmal mit der Kamera hier euer Gesicht ab und bei den Fingerabdrücken erfasst ihr eure Fingerabdrücke. So, jetzt gehen wir hier einmal auf Weiter. Eine schnelle und einfache Methode zum Entsperren Ihres Telefons für die Anmeldung in Apps. So, jetzt gehen wir einmal auf Weiter. Bevor Sie Ihre Fingerabdrücke registrieren können, müssen Sie eine sichere Bildschirmsperre festlegen. Warum ist das so? Das macht er deswegen, damit, wenn ihr jetzt eure Fingerabdrücke eingerichtet habt und er erkennt die nicht oder jemand anderes versucht es, was soll er denn dann machen? Soll er den dann trotzdem freigeben? Nee, das ist ein Fallback. Das bedeutet, er hat den Fingerabdruck nicht erkannt und dann fragt er nach eurer Sicherheitsstufe, zum Beispiel nach dem Muster. Und jetzt male ich einmal mal hier meine Schnecke rein, gehe einfach weiter, mal wieder die Schnecke und gehe auf Bestätigen. Jetzt habe ich tatsächlich mein Muster drin und jetzt kann ich meinen Fingerabdruck scannen und er zeigt jetzt hier ganz schön, platzieren Sie den Finger auf dem Sensor und heben Sie ihn an, wenn der Prozentwert steigt. Der Sensor befindet sich auf der Funktionstaste an der rechten Seite des Telefons. Das ist nämlich das hier. Und jetzt nehme ich das einfach mal mit meinem Daumen, weil meistens nehme ich meinen Daumen dafür und lege ihn dann einfach hier immer wieder drauf. Also ich drücke gar nicht, sondern wird einfach nur grob drauf gelegt. Und ändern Sie jedes Mal ein bisschen den Finger, damit er das eben auch alles auch gut erkennt und eben alle Inhalte quasi erkennt, die eben von meinem Fingerabdruck eben kommen, dass er, auch wenn ich den Fingerabdruck nicht jedes Mal gleich drauflege, dass er das dann erkennt. Also werde ich den jetzt einfach jedes Mal so ein bisschen verschieben. Jetzt bei 95 und jetzt bei 100. Fingerabdruck hinzugefügt. Jetzt könnte ich einen weiteren Fingerabdruck hinzufügen, zum Beispiel meinen Zeigefinger oder irgendwas. Könnte ich machen. Ich benutze das Gerät aber wenn, dann immer nur so. Also brauche ich das nicht. Ich sage jetzt einmal okay. Und dann wäre ich eigentlich auch schon soweit fertig. Das heißt, er sichert sich jetzt hier einmal mein Muster und das ist auch alles gut. Ach, genau, dafür bräuchte ich einen Samsung-Account. Nee, das brauche ich gar nicht. Ich will meinen Fingerabdruck nicht online sichern. Brauchen die gar nicht. Warum sollen die meinen Fingerabdruck haben? Finde ich gar nicht gut. Also sagen wir einmal okay. Und jetzt schalte ich einmal das Gerät aus. So, und was passiert jetzt, wenn ich das Gerät einmal mit meinem Daumen wieder einschalte? Zack, ist das schon wieder da. Und jetzt mache ich es nochmal. Zack, ist das wieder da. Und was passiert, wenn ich das jetzt mit dem anderen Finger mache? Dann erkennt er nichts. Ich streiche nach oben und dann fragt er nämlich nach dem Muster. Also genau das Thema, was wir eben haben wollen, dass eben er nur auf meinen Fingerabdruck von meinem Daumen reagiert und dann ist er auch schon sofort da. Eine super schnelle Möglichkeit, wie ihr euer Samsung Galaxy M12 sichern könnt. Ja, das war es dann auch schon zum Thema Samsung Galaxy M12 und Fingerabdruck einrichten. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann stellt uns diese Fragen gerne in den Kommentaren. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann! Tschüss!